Willkommen zu Folge 6 von Let's Play One Away, A Twist of Fate, so rum. Ja, und jetzt müssen wir uns was überlegen. Wie kommen wir denn mal ins Casino? Schauen wir mal. Entschuldigung. Hey, Marcello! Ja, das ist aber schön. Was ist es genau? Eine Blume. Und sie ist für mich? Sie ist wunderschön. Ein wahres Wunder der Natur. Danke, Marcello. Gern geschehen, Basco. Der ultimative Beweis, dass der große Marcello auf den besten Bühnen der Welt zu Hause war. Obwohl... Man hätte das Plakat mit Photoshop und Elementen aus diversen Fundstellen im Internet basteln können, aber ich weiß nicht. Mir scheint es ein Original zu sein. Nein, am Ende zerknittert es noch. Da liegt Marcellos Lieblingsbuch, Das schweigende Gefühl von M. Mangel. Wozu denn? Keine Ahnung, ich dachte mal... Sprechen wir mit dem, wobei das bei einer Pantomime vielleicht keinen Sinn macht. Marcello, ich hätte da mal eine Frage. Ha. Ist es wahr, dass du der erste Pantomimen-Schlangenmensch der Welt warst? Das sagt man. Es scheint, die Leute haben meine Auftritte geliebt. Vor allem die Nummer mit der imaginären Schachtel. Dann zeig mal. Wie ging die Nummer mit der imaginären Schachtel? Es war so. Ich kam auf die Bühne, stieg in eine imaginäre Schachtel und nach einigen Minuten Applaus stieg ich wieder heraus. Ah ja. Basco hasst Pantomimen. Basco hasst Schlangenmenschen. Basco hasst alle Pantomimen-Schlangenmenschen. Also gut, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Wechseln wir das Thema. Sag mal, warum hältst du die Hose mit der Schnur? Ich sehe viel lächerlicher aus als mit meinen Hosenträgern, oder? Du sagst es. Gestern hat sich einer der Träger gelöst und Miss Palmer fast ein Auge ausgefetzt. Zum Glück ist nichts passiert. Was für ein Glück. Ja, dann hat Miss Palmer eine tolle Idee gehabt und sie verbrannt. Wie bitte? Mit einem Feuerzeug. Sie hat die Hosenträger verbrannt? Aber du hast sie geliebt. Was für ein widerliches Miststück. Na, so sagt man das aber auch nicht. Bist du jemals der Versuchung erlegen, dich normal anzuziehen, statt wie ein Hampelmann? Ah, okay. Also gut, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Oh. Ich gehe dann mal, Kumpel. Ist gut. Entschuldigung. Mann. Hat er nicht noch was zu sagen? Marcello, ich hätte da mal eine Frage. Es geht um deinen großen Auftritt. Den mit der imaginären Schachtel. Ja. Wie ging die Nummer mit der imaginären Schachtel? Es war so. Okay, hat sich erledigt. Wechseln wir. Ich gehe da mal. So, genau. Ist gut. Exakt, was ist hier noch? Der gehört Marcello. Betrachte, was ist das? Marcello kann ihn bewegen. Schließlich gehört er ihm. Ah, irgendwas. Sein Bett ist unordentlicher als meins, nicht wahr? Heute Nacht komme ich raus. Das schwöre ich. Die gehören Marcello. Mein Wecker, etwas zum Lesen und einige Kartons. Es tut mir in der Seele weh, meine Exemplare der Brico Science Illustrated hier liegen lassen zu müssen, aber ich kann sie unmöglich mitnehmen. Ich habe den Wecker gern gehabt.
Aber da ich ab heute Nacht frei sein werde, brauche ich ihn nicht mehr. Das ist meins. Und den Fluchtplan aufgeben? Nicht im Traum. Schauen wir mal, was haben wir denn noch hier so? Ah ja, okay. Das ist meiner. Theoretisch. Er ist ziemlich groß. Was ist da oben drauf? Kann ich nicht angucken, okay. Marcello kann ihn bewegen. Schließlich gehört er ihm. Da drin sind meine Klamotten. Nein, da habe ich nichts von Interesse drin. Sieh mal an. Ich hatte noch gar nicht bemerkt, dass es auch hier drin eine Klappe zum Lüftungssystem gibt. Gabo meint, dass der Schrank zu nah an der Klappe steht, als dass man durchkäme. Aber versuchen kann man es ja mal. Es geht tatsächlich nicht. Der Schrank lässt zu wenig Platz zum Durchschlängeln. Ich kann die Klappe nicht benutzen. Ich müsste schon ein Gummimensch sein, um da reinzukommen. Sowas wie ein Schlangenmensch? Marcello, ich hätte da mal eine Frage. Könntest du durch die Klappe der Klimaanlage steigen? Durch die Klappe? Ich täte es gerne, Basco, aber ich bin der große Marcello und kann mich nicht mit so einer einfachen Nummer abgeben. Das ist nur zu meinem Besten. Okay. Ich gehe dann mal, Kumpel. Ist gut. Doch, ich hätte gern trotzdem. Marcello, ich hätte da mal eine Frage. Bist du sicher, dass du nicht durch die Klappe des Lüftungssystems steigen kannst? Ganz sicher, Basco. Mein professioneller Stolz hindert mich daran. Es hätte absolut keinen Glamour. Es geht um deinen großen Auftritt. Den mit der imaginären Schachtel. Ja? Wie ging? Ich verstehe es immer noch nicht. Wie war das mit der versuchen wir es mal. Ich verstehe es immer noch nicht. Wie war diese imaginäre Schachtel? Sie war durchsichtig, quadratisch, mit einer Seitenlänge von 3 Handspannen. Die Klappe öffnete sich nach außen. Warte mal. Ich glaube, so langsam kann ich mir etwas darunter vorstellen. Okay. Ja, sie war imaginär. Man musste sie sich vorstellen. Die war aber klein. Wie konntest du da reinpassen? Unglaublich, oder? Stell dir nur vor, so klein zusammengefaltet war ich. Wechseln wir das Thema. Ich gehe dann mal, Kumpel. Ist gut. So wie ich ihn kenne, bereite ich das Terrain lieber ganz behutsam vor. Stellen wir uns vor, ich hätte eine imaginäre Schachtel. Könntest du dann die große Nummer für mich spielen? Nein, weil ich keine Hosenträger anhabe. Wie könnte ich ohne Hosenträger eine Nummer von solchem Kaliber spielen? Da würde doch jeder Glamour fehlen. Meine Güte, das ginge natürlich gar nicht. Na denn, ich werde meine Schachtel wohl für später aufbewahren müssen. Gut, das heißt, wir brauchen also irgendeine Art von Hosenträger. Vor ein paar Tagen ist er im Schwesternzimmer kaputt gegangen. Sie mussten Chuck rufen, um ihn zu reparieren. Ah ja. Chuck. Okay, jetzt schauen wir mal weiter. Geht nicht. Quickle ist da und heute hat er einen seiner Tage. Der besonders guten Tag ja jetzt, oder wie?
Ah, das ist Ernie. Nee. Wir sind alle da. Die Verrückten und die, die auf uns aufpassen. Die Bildergalerie ist ganz praktisch. So weiß man, wer wer ist. Schließlich kann sich jeder hier als Dr. Jekyll und Mr. Hyde entpuppen. Aha. Man merkt, dass mir die letzten Monate nicht gut bekommen sind. Betrachte Foto eines männlichen Sexsymbols. Er ist ein Kämpfer für... was auch immer. Aber manchmal geht er ein bisschen zu weit. Wie heute zum Beispiel. Der ewige Anhalter des Westflügels. Okay. Von allen Bewohnern Happy Dales ist er der beständigste. Manchmal macht er mir Angst. Hollister? Gestern ist er 102 geworden und ist noch putzmunter. Der große Marcello Montes, wie er leibt und lebt. Er nimmt die Tüte fast nie vom Kopf. Seit ich hier ankam, hat er mich gequält. Und jetzt versucht er, meine Flucht zu verhindern. Das ist der andere Aufseher. Er kommt immer, wenn Ernie Dienst frei hat. Der hat vielleicht Koteletten. Darauf sieht sie noch ekliger aus als in Wirklichkeit. Und das will etwas heißen. Sie ist ein guter Mensch. Und lässt sich bis zu einem gewissen Punkt gut überlisten. Der personifizierte Psychiaterkumpel, Heuchler. Gut. Hallo, Ernie. Warte mal. Was war das eigentlich für ein Geschrei? Ach, es ist gar nichts passiert. Kagen und ich haben einfach Fangen gespielt. Was? Kaum zu glauben, dass du und Kagen euch jetzt so gut versteht. Was brauchst du denn? Tja. Was hältst du von den Leuten in Happy Dale? Vom Personal oder den Insassen? Vom Personal. Von wem genau? Von den Ärzten. Mein Liebling ist Bennett. Er hat die Medikamente runterdosiert, die Gummizellen abgeschafft und auch die aggressiven Therapien. Das ist ein Arbeitstier. Von den Krankenschwestern. Die sehen alle unglaublich gut aus. Leider sind einige total zugeknüpft. Aber Miss Palmer, die Neue, der sehe ich nie in die Augen. Da sind zwei andere Dinge zu betrachten. Außerdem hat sie einen völlig fiesen Mund. Und die anderen Aufseher? Die sind nicht schlecht, aber wer außer Ernie könnte dein Lieblingsaufseher sein? Entschuldige, ich wollte eigentlich deine Meinung über einen der Insassen erfahren. Über welchen? Gabo Spiegelman. Ich habe erfahren, dass jeden Monat ein Umschlag mit einer Spende von $1,000 in Happy Dale ankommt. Sie hat weder Unterschrift noch Absender. Als Gegenleistung bittet man nur darum, dass Gabo gut behandelt wird. Deswegen lebt der Typ, wie er will. Macht einen schon neugierig, oder? Jacob Kurgan. Das ist ein böser Mensch, Basco. Komm ihm nicht mal beim Tischtennisspiel nah. Der hat dir das Leben zur Hölle gemacht und wird es weiter tun. Marcello Montes. Der ist mir sehr sympathisch, aber bei einigen seiner imaginären Freunde stehen mir die Haare zu Berge. Lass uns mit dem Tratsch aufhören. Alles klar. Was spielst du da? Das ist kein Spiel, sondern die Elvis Brain Academy. Der helle Wahnsinn. Es ist toll, um das Gedächtnis zu trainieren und um mehr über den King zu erfahren. Ich kann alles auswendig. Naja, fast. Hältst du mich für verrückt? Mehr oder weniger. Mehr als Quickel, aber weniger als Junior. Ein bisschen wie Gabo mit einem Hauch Hollister. Auf Marcello-Art sozusagen. Mit ein paar Eigentümlichkeiten von Mr. Nice. Verrückt wie ein Spieleentwickler, Basco. Nächste Frage? Ich sehe mich mal um, was ich so tun kann. Sei brav, wenn du kannst. Okay.
Schauen wir mal. Hallo, Miss... Deine Medizin. Schon wieder? Oh. Ich hatte doch gerade eine. Erinnern Sie sich nicht, dass... Du hast die Wahl. Geben Sie her. Schluck sie. So ist es gut. Und pass auf deine Sachen auf. Ich habe gesehen, dass Kurgan sich an deinem Kopfkissen zu schaffen gemacht hat. Wahrscheinlich hat er die Bonbons gestohlen. Wie? In Ordnung, danke. Bonbons? Auweia, sie ist darauf reingefallen. Gelobt sei der alte Kniff, Tabletten hinter dem Weisheitszahn zu verstecken. Tja, versuchen wir's? Nee. Doch, schauen wir mal unser Kopfkissen an. Naja. Darunter habe ich eine Packung Bonbons versteckt. Dann... Ja, ich hole die Bonbons. Ein Buschmesser? Kurgan ist echt ein Schwein. Wozu hat er es hier liegen lassen? Na, wenigstens hat er die Bonbons nicht mitgenommen. Tja. Ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr und ich dann in der nächsten Folge. Und zwar sollte das Folge 7 sein. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Kommentare, Likes oder auch Kritik könnt ihr mir vielleicht mal da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.